reden wir über die aktuellen Entwicklungen und in welche Richtung es eigentlich gehen wird. Zugeschaltet ist nun Professor Dr. Hans von Storch. Er ist der ehemalige Leiter des Institutes für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geestach. Guten Tag, Herr Professor. Guten Tag. Wenn die Erde sich also weiter aufheizt, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigen wird, was heißt das denn? New York, Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, Alexandria, das sind doch dann alles Städte, die von der Landkarte verschwinden werden, oder? Haben Sie sich die Frage diktieren lassen von Fridays for Future oder wie kommen Sie auf sowas? Nee, das ist meine persönliche Meinung. Das ist meine persönliche Meinung. Die Niederlande sind ja insgesamt unter Meeresspiegel, weil es sehr weit geht und können damit ganz gut leben. Also das ist eine Dramatisierung, die der Sache wirklich nicht gerecht wird. Also muss auch sich fragen, erstens, wie stark können wir es vermeiden, dass der Treibhauskonzentration in der Atmosphäre ansteigt, aber andererseits auch, in welchem Maße können wir dazu beitragen, dass man mit den Änderungen, die eintritt, leben kann. Und dann einfach nur dramatische Sachen an die Wand zu malen, das nützt dann eigentlich auch nichts. Aber es gibt ja eine ganze Menge Städte, wie zum Beispiel New York, Miami, und das ist die Erfahrung auch, und die Bürgermeister dort selbst, die sagen ja selbst, dass wir nicht genug tun können in einer kurzen Zeit, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigen wird. Und das ist jetzt nicht von Fridays for Future, wie gesagt, das ist ja das, was ich aus den vergangenen Jahren mitbekommen habe, dass der Anstieg der Meeresspiegel dann doch eine Gefahr werden könnte. Ja, das ist schon so. Und wenn wir von einem Meeresspiegel, natürlich von einem Meter reden, dann ist das schwierig, damit umzugehen, aber man kann damit umgehen. Das ist nicht so, dass es vollständig unmöglich ist. Man muss dann irgendwas in den Küstenschutz tun. Und in den USA ist das kein besonders beliebtes Thema, weil das viel Geld kostet. Und man zahlt eben in den USA nicht so gern für Gemeinschaftsaufgaben. Wenn sich das Gleiche macht in den Niederlanden oder auch meinetwegen in Nordfriesland, dann ist das eine ganz andere Kiste. Das heißt, man hat sich jetzt schon darauf eingestellt, weil man weiß, was im Prinzip auf diese Länder zukommen könnte, und merkt man da auch die Unterschiede, und das haben Sie eben gesagt, in der Vorgehensweise, dass die einen es begriffen haben, dass man was tun muss und die anderen nicht? Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß es in Hamburg, dass wir die Planung in einem neuen Stadtteil im Hafenbereich genau diese Frage gestellt wird. Also mit welchem Meeresspiegelanstieg müssen wir denn zum Ende des Jahrhunderts rechnen? Wenn man da ungefähr einen Meter ansetzt, dann kann man damit schon umgehen. Aber man muss es natürlich auch diese Frage stellen, wie kann ich damit umgehen? Dass wir einen Meeresspiegelanstieg eben schon sozusagen eingesackt haben, nicht? Also auch der in Zukunft sich noch entwickeln wird. Herr Professor, aus Ihrer Expertise, bedeutet das aber, dass das so ein stetiger Prozess ist, dass man bereits seit vielen, vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten weiß, dass also die Antarktis, dass das schmilzt, dass also der Meeresspiegel ansteigt und dass jetzt nur der Unterschied ist, dass man in diesen Zeiten 2021 oder seit 2015, seit Paris zum Beispiel, das Ganze dramatisiert und damit versucht auch, ja, damit ein bisschen Dampf zu machen? Also was das Abschmelzen von Grönland und Antarktis angeht, da haben wir natürlich noch eine ganze Menge Unsicherheiten da. Und das zieht sich ja, wenn überhaupt, über sehr lange Zeiten. Ich meine, es geht ja um einige Jahrhunderte, von denen wir da reden. Und wer will denn Vorhersagen machen, wie unsere Welt aussieht in einigen Jahrhunderten, wie auch die Technologie aussieht. Also insofern sollte man da wirklich ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Wir reden zunächst einmal für den überschaubaren Bereich für die nächsten 100 Jahren von etwas in der Größenordnung von einem Meter. Was erwarten Sie denn jetzt aber persönlich von diesem Gipfel? Wir haben von Boris Johnson gehört und diese Worte, wie gesagt, die hat er genutzt. Es ist 5 vor Mitternacht. Ich habe das so noch nie gehört und wir müssen auch an unsere Kinder denken. Also selbst die Politik, da gibt es ja den einen oder anderen, der im Prinzip, was Sie ja vorhin mir auch vorgeworfen haben, ich dramatisiere, nein, er hat es ja auch getan. Also da klafft ja Wirklichkeit und das, was getan wird, auseinander. Ja, halten Sie Herrn Johnson für einen seriösen Menschen? Ich nicht. Er ist immerhin der Premierminister von Großbritannien. Einfach ein Populist. Ja, und das heißt doch nicht, dass man daraufhin sofort ein seriöser Mensch ist, sondern man kann eben auch ein sehr erfolgreicher Populist sein. Da gibt es ja viele Beispiele in der Gesellschaft, in der Geschichte.
Auf der anderen Seite aber der chinesische Staatspräsident zum Beispiel, aber auch der russische Staatspräsident, die haben gesagt, nee, wir finden das alles nicht so wichtig, wir kommen nicht zu diesem Weltklimagipfel. Und das ist doch dann doch irgendwie ein Zeichen, dass der eine es ernster nimmt und der andere nicht. Ja, das deute ich auch so. Ich weiß natürlich nicht, warum die nun nicht kommen oder so. Aber zunächst einmal müssen wir uns darüber klar sein, gerade wir im Westen müssen uns langsam darüber klar werden, dass es eben mehr Probleme auf der Welt gibt. Es gibt 16 UN-Millenniumsziele. Da steht insbesondere auch Armut dabei, Gesundheit und ähnliche Dinge. Und die brennen natürlich vielen Menschen in anderen Ländern außerhalb des Westens auf den Nägeln. Und dass die dann eben sich überlegen, wie kann ich die verschiedenen Themen auf die Reihe kriegen, das ist doch wohl mehr als vernünftig. Was wir hier machen ist, wir machen das mit der Perspektive von reichen Leuten aus dem Westen. Professor Dr. Hans von Storch, danke für dieses sehr interessante Gespräch. Und dann werden wir mal sehen, was bei dieser Weltklimakonferenz in Glasgow am Ende tatsächlich rauskommen wird. Das wird interessant sein. Ich danke Ihnen für das Gespräch.